Zahnbehandlung im Pflegeheim. Zahnärzte und Pflegeheime kooperieren. Pflege der Dritten. Gesundes Lachen im Alter. Herzlich willkommen, hier ist DENTV, das Magazin der rheinland-pfälzischen Vertragszahnärzte. Patienten in Pflegeheimen sind kaum in der Lage, sich eigenständig um ihre Zähne oder ihre Mundgesundheit zu kümmern. Und auch der Besuch einer Zahnarztpraxis ist für die Bewohner von Pflegeheimen kaum möglich. Doch auch sie haben Anspruch auf eine zahnmedizinische Betreuung. Die KZV Rheinland-Pfalz und die Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz haben deshalb eine Umsetzungsvereinbarung getroffen, die die Kooperation von Vertragszahnärzten mit stationären Pflegeeinrichtungen fördert. Schmerzhafte Entzündungen, drückende Prothesen, schlechte Mundhygiene. Die Zahngesundheit von Pflegeheimbewohnern lässt zu wünschen übrig. Doch das soll sich jetzt mit Hilfe von Kooperationsverträgen zwischen Zahnärzten und Pflegeheimen ändern. Weil es bisher mehr oder weniger eine Eigeninitiative war der Zahnärzte. Oder man ist dem Wunsch der Angehörigen nahe gekommen, als wenn die gesagt haben, unsere Mutter liegt im Heim, könnten Sie nicht bitte vorbeikommen, sie hat Schmerzen, sie klagt über Schmerzen. Jetzt ist das Ganze ja organisiert, systematisiert und kontinuierlich. Und das ist eine große, sagen wir mal, Veränderung gegenüber der Vergangenheit, wo nur anlassbezogen einfach der Zahnarzt ins Heim ging. Jetzt wird das Ganze natürlich etwas strukturierter, weil seit Anfang des Jahres die Heime ja auch die Pflicht haben, in ihren Qualitätsprüfungsberichten anzugeben, wie die zahnärztliche Versorgung sichergestellt ist. Insofern hat man jetzt hier auch ein gemeinsames Muster, an das sich die Heime und die Zahnärzte freiwillig halten können. Das vereinfacht das für beide Seiten und dadurch wird der Zustand, der vorher auch nicht schlecht war, jetzt einfach ein bisschen konsolidiert, zusammengeführt, auch in einfach einheitliche Bahnen gelenkt. Hinzu kommen noch, dass wir Zugang haben durch die Zusammenarbeit mit dem Pflegeverband in die Ausbildung der Pflegekräfte und in die Fort- und Weiterbildung. Denn das Ganze muss zu einem Teamwork werden. Grundlage der Rahmenvereinbarung und der Kooperationsverträge ist das Pflegeneuausrichtungsgesetz. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz hat hier die Chance gesehen, mit Hilfe von Musterkooperationsverträgen eine systematische Betreuung pflegebedürftiger Patienten vor Ort in den Heimen zu gewährleisten. Wir freuen uns immer, wenn wir die Möglichkeit haben, mit anderen Partnern aus dem Gesundheitssektor etwas zu vereinbaren, was dann auch wirklich sowohl für die Pflegebedürftigen als auch für die Heime, als auch für die, in dem Fall jetzt die Zahnärzte, wirklich zu einer Vereinfachung und zu einem kooperativen Zusammenarbeiten führen kann. Ich denke, durch einen solchen Kooperationsvertrag kommt zum Ausdruck, dass es ja nicht ein Anliegen der Zahnärzte allein ist, eine bessere Versorgung der älteren Menschen, der Behinderten oder pflegebedürftigen Menschen zu erreichen, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und dazu gehören natürlich alle Beteiligten und die Pflegeheime sind natürlich die Hauptbeteiligten. Ich denke, wenn man dann mit diesen Organisationen im Gespräch ist, dann wird man auch leichter Lösungen finden, die nie einseitig sein können, sondern immer abgestimmt werden müssen. Profitieren werden in erster Linie die Patienten. Aber die partnerschaftliche Zusammenarbeit ist positiv für beide Kooperationspartner, Zahnärzte und Pflegeheime. Besonders positiv ist, dass man hier einheitliche Ansprechpartner auf beiden Seiten hat. Positiv ist auch, dass man jedem Pflegebedürftigen direkt per Aufnahme zusichern kann, dass spätestens innerhalb von 8 Wochen eine erste zahnärztliche Versorgung stattfindet und dass man einen gewissen zuverlässigen Versorgungsplan hat, dass in regelmäßigen Abständen Untersuchungen vorhergesehen sind, dass auch zugesichert wird, dass jeweils, wenn ein bestimmter Bedarf vorliegt, dass auch dann in kurzen Abständen ein Zahnarzt zur Verfügung steht. Das heißt, man hat hier sowohl für den Pflegebedürftigen als auch für das Heim, welches ja auch durch den Zahnarzt teilweise angeleitet wird, einfach eine gewisse Sicherheit und Planungssicherheit auch in dieser Frage. Die Zahnärzteschaft hat den Vorteil, dass sie einen besseren Zugang hat in die Heime, dass also das mehr oder weniger als selbstverständlich angesehen wird, dass die Heimbewohner betreut werden.
dass sie zahnmedizinisch einen Zahnarzt zur Seite gestellt bekommen, der eben hier die Leute betreut, untersucht und auch eine Behandlung zuführt. Mit dem Alter, da lässt so einiges nach. Die Sehkraft, das Hören und die Feinmotorik. Und gerade die ist so wichtig für die Mundhygiene. Kronen, Brücken, Prothesen oder Implantate, auch die dritten Zähne brauchen Pflege, und zwar genauso wie die natürlichen Zähne. Welche Hilfsmittel es da gibt und was man beachten sollte, DenTV war in einer Zahnarztpraxis und hat nachgefragt. Jahrelang besucht man seinen Zahnarzt. Die Zähne werden geputzt, gepflegt und regelmäßig kontrolliert. Die eigenen sind den Zahnärzten sehr ans Herz gewachsen. Die wollen wir nach Möglichkeit so lange wie möglich behalten. Denn wenn dort Zahnersatz dran verankert ist, dann brauchen wir sie ganz dringend. Und das müssen die Patienten dann auch wahrnehmen und einsehen, dass sie da entsprechende Pflege betreiben müssen. Das ist eigentlich das A und O. Dann irgendwann ist es soweit. Man braucht einen Zahnersatz. Hier ist der Profi gefragt. Der Zahnarzt sorgt für eine passende Prothese und auch die muss gepflegt und regelmäßig kontrolliert werden. Das Problem ist, wenn wir schlecht sitzende Prothesen haben, dann baut sich der Knochen unter dieser schaukelnden Prothese ab. Und das knöcherne Lager schwindet dann und wird durch Bindegewebe ersetzt. Und dann hat man dann einen Kieferfortsatz, der im Prinzip so eine Konsistenz wie ein nasser Schwamm hat. Und da hält dann später keine Prothese mehr drauf. Das muss dann unter Umständen operativ entfernt werden. Und wir haben verlorenen Knochen, der vorher eigentlich noch sehr schön gereicht hätte, um eine Prothese sicher zu halten. Der ist dann weg. Wenn wir älter werden, dann funktioniert vieles nicht mehr ganz so leicht. Die Sehkraft schwindet, die Geschicklichkeit und Bewegungsfähigkeit der Hände lässt nach. Die ordentliche Pflege der Dritten wird schwierig. Doch es gibt Hilfsmittel. Und so manches lässt sich schon im Haushalt finden. Kann man ruhig mal darüber nachdenken, dass man sich kleine Nagelbürsten besorgt, die entsprechend ausgeformte Griffe haben, die ein älterer Patient auch besser halten und greifen kann. Das sind so ganz einfache Mittel, mit denen man Patienten weiterhelfen kann. Auch spezielle Bürsten erleichtern die Reinigung der Prothesen, wie diese. Sie sind länger und kräftiger. Wichtig für den Experten ist das beidseitige Säubern. Nicht nur die Prothese als solche so reinigen, sondern eben auch von der Schleimhautseite in die entsprechenden Klammern dort. Und da kann man mit so einer Bürste, die etwas länger ist und etwas dichter ist, kann man diese Innenseiten der Prothesenklammern sehr schön reinigen. Nicht nur an den echten Zähnen, auch am Zahnersatz können sich Belege bilden und Bakterien ansiedeln. In der Werbung scheint man das richtige Mittel gefunden zu haben. Viele Patienten glauben dann auch, wenn sie so Reinigungstabletten benutzen, dann könnten sie sich die Zahnbürste ersparen. Das ist sicherlich nicht der Fall, sondern wirklich eine richtige, kräftige mechanische Reinigung mit entsprechenden Bürsten, aber nicht mit Zahnpasta. Sondern ich empfehle da immer ein Geschirrspülmittel zu nehmen, weil in der Zahnpasta Schleifkörper sind, die diese Kunststoffoberfläche so ein bisschen aufrauen mit der Zeit. Und dann haben wir eigentlich das Gegenteil erreicht. Es lagern sich dann noch mehr Beläge dort an, als das vorher der Fall war. Sind wir heute fertig? Grundsätzlich muss man die Patienten darauf einstimmen, dass sie Zähne und Prothesen, sofern vorhanden, egal ob fest oder herausnehmbar, dass sie die gründlichst pflegen müssen. Zähne sind ein Stück Lebensqualität, der Zahnersatz natürlich auch. Doch nur mit der richtigen Pflege hat man auch lange was davon und er bleibt erhalten. Deshalb sollte der Zahnarzt auch regelmäßig einen Blick in den Mund und auf den Zahnersatz werfen. Das war DenTV. Alle Informationen zur Sendung, die gibt es natürlich auch auf den Seiten der KZV Rheinland-Pfalz. Machen Sie es gut.